Inside. Yannick Schümann. Bist du eher Morgen- oder Nachtmensch? Morgenmensch. Warum? Weil ich es liebe, viel vom Tag zu haben und Helligkeit mag. Wo bist du in Berlin unterwegs? In Prenzlauer Berg, Mitte Kreuzlauer Berg. Wo gehst du am liebsten essen? Mit Abstand das Jaffo in der Gormannstraße, Tel Aviv Kitchen. Neben wem würdest du bei einem 20-Stunden-Langstreckenflug sitzen? Neben meiner besten Freundin. Was war dein persönliches Highlight in deiner bisherigen Karriere? Eines der Highlights war tatsächlich, in einem Film mit Keira Knightley zu drehen. Was war der peinlichste Moment, den du je am Set miterlebt hast? Ich hatte beim Horizont so nah eine Heulattacke und bin vom Set weggelaufen, weil ich was nicht geschafft habe. Würdest du mir dein letztes Foto auf deinem Smartphone zeigen? Weiß ich nicht. Warte mal kurz. Ich guck mal kurz, ja, ob ich es dir zeige. Ja, klar, komm her. Ist ein Hund. Ist ein Hund im Wasser. Welche Hobbys hast du, von denen kaum jemand etwas weiß? Was wisst ihr noch nicht? Kochen. Ich liebe es zu kochen. Wo kaufst du am liebsten Klamotten? Überlegen, wo ich die am liebsten kaufe. Entweder in einem Secondhand oder ich liebe Koss. Du bist Linkshänder. Machst du alles mit links? Nein, ich werfe mit rechts. Welche Musik hörst du privat gerne? Ich höre total gerne die Playlist eines guten Freundes. Der hat den besten Musikgeschmack. Ich höre total gerne sowas wie Cigarettes After Sex oder ich mag auch Singer-Songwriter. Ich liebe Jason Mraz. Was war das erste Konzert, auf dem du jemals warst? Rosenstolz. Was für Ticks hast du? Lautstärke darf nie eine ungerade Zahl betragen, also die Volumenanzeige. Und ich muss immer, alle Türen müssen zu sein, wenn ich schlafe. Und ich habe Vorhänge beim Kleiderschrank, die müssen akkurat geschlossen sein. Wo hast du zuletzt Urlaub gemacht und warum dort? In Kroatien. Weil ich das verbinden konnte, weil ich noch nie dort war und immer mal hin wollte und das verbinden konnte mit einem Filmfest, das in Pula stattfand, wo ein Film gezeigt wurde. Pizza oder Pasta? Pizza. Stones oder Beatles? Beatles. Auto oder Bahn? Bahn. Fliegen oder Laufen? Laufen. Apple oder Samsung? Apple. Nike oder Adidas? Nike. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Schwarz oder Weiß? Schwarz. Mehr Insights in der Online-Welt von 105.5 Spreeradio.